Wie wär's, wenn wir mal ein kleines Autorennen machen? Was haltet ihr davon? Was? World War... Ach, Ace. Okay. World War Ace. Das sind Riesenrennen, sehe ich gerade. Nee, das ist mir... Oh Gott. 17 Kilometer. Wobei hier so ein 4 Kilometer Rennen... Komm, das machen wir mal. Warum eigentlich nicht? Ach, Gott, mit Heli. Ich dachte, wir fahren mit Autos. Das kann ja keine Ahnung, dass wir hier mit dem Heli fliegen, Mensch. Okay, das wird interessant. Wo müssen wir denn lang danach? Halt! Nicht gegen den Berg fliegen. Dieser Hahn da hinten. Dieser Hahn. So, könntest du die Kamera ausrichten? Ich habe keinen Finger frei oder keine Hand frei dafür, für die Maus, um die Kamera auszurichten. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Steuerung sehr suboptimal ist auf dem Computer dafür. Aber hey, wir kriegen das hin. Man könnte ja auch ein bisschen weniger kurvig fliegen. Das wäre schon mal sehr schön. Das wäre ein Anfang. Ja, recht. Ach, so rum soll man fliegen. Ah, okay. Und ich muss mal wieder dran denken, dass ich die Bild-Auf- und Abtasten, auf die ich jetzt das Vor- und Zurückfliegen gelegt habe, nicht benutzen sollte, wenn ich gleichzeitig die S-Taste drücke, also nach unten. Denn dann macht das Ding jedes Mal einen Snapshot. So, diese Gegend hier, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, die werden wir noch wiedersehen. Das Castillo El Diablo, oder wie es heißt. Da! Nicht gegen den Berg. So, wunderbar. Passt. Aber das werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Das kommt dann erst nach den Casino-Räuben. Räuben? Rauben? Raubzügen. Nennen wir es doch so. Räube. Das klingt wie irgendeine Krankheit. Ah, Gott. Die Steuerung. Geil. Warte mal, ich muss mal die Kamera ausrichten hier. Was hat dieses Auto von dem Bullen da eigentlich gerade gemacht? Es sah nicht richtig aus. So, jetzt bin ich wieder auf Kurs. Das Gute ist, wir haben keine Zeit, unter der wir bleiben müssen, sondern wir müssen einfach bloß durchfliegen. Warum mache ich das eigentlich gerade? Ach so, ja stimmt, weil ich nicht aus dem Flughafengelände gekommen bin. Das war der Grund. So, aber wir müssten ja eigentlich auch bald durch sein, denn das hat ja hier irgendwo im Westen dann relativ bald geendet. Ah, da habe ich wieder die Tasten gedrückt. Ja, wunderbar. Haben wir wieder einen Snapshot gemacht von nichts quasi. So, flieg mal ein bisschen hier vor. Wenn man ja immer Schadensbegrenzung betreiben muss, weil man hier irgendwie... Ich frag nicht nach. Hatte ich schon mal erwähnt, dass die IQ-Voraussetzungen für Polizisten in San Andreas nicht allzu hoch sein dürften? Ich glaube schon, ne? Es wird mir immer wieder bestätigt. Ist aber auch schön, wie die an allen Ecken und Enden warten, ne? So, weit dürfte es nicht mehr sein. Dann haben wir auch unser kleines Flugintermezzo hier absolviert. Hier ist es schon nicht mal mehr wüstig. Hier ist ja schon wieder San Fierro Bay sozusagen, wo wir hier rumkriechen. Apropos, ich werde wahrscheinlicherweise in ein paar Monaten an die San Francisco Bay reisen. Das wird sehr cool, denn ich habe eine Projektarbeit vermittelt bekommen von meinem Professor in Berkeley und das wird richtig geil. Berkeley ist quasi wie ein Vorort von San Francisco, also das ist direkt nebenan. Und mal schauen, ob ich es irgendwie schaffe, mal ein paar Videos zu drehen da. Mal gucken. Vielleicht lässt sich ja einrichten, dass ich da irgendwie eine Art Reisetagebuch oder sowas mitführe. Kann ich aber nicht versprechen, muss ich mal schauen, ob ich dazu komme. Denn ich bin eigentlich zum Arbeiten dort, also zum Forschen, sagen wir es mal so. Aber die Forschungsgruppe, in der ich dann dort bin, die ist auf dem Gebiet, auf dem ich dann auch meine Masterarbeit machen werde, eine der besten der Welt. Und das wird richtig cool, dann von denen angewiesen zu werden. Also, da freue ich mich schon extrem drauf. Einziges Problem, die Finanzierung. Ich krieg dort kein Geld und Amerika ist nicht günstig.
Ja, und Stipendien sind gerade alle ausgelaufen, die Bewerbungsfristen. Geile Sache. Naja, wie das eben immer so ist. Aber das wird schon irgendwie, da muss man sich dann halt kümmern. So, wie bin ich jetzt eigentlich da drauf gekommen? Achso, San Francisco Bay oder San Fierro Bay. Stimmt ja. So, wir können auch rückwärts durch das Ding fliegen. Und da haben wir's. Und siehst du mal, es gibt 10.000 Dollar dafür. Wow. Ist ja doch nicht ganz umsonst, dass man das macht. Verrückt. Gut, das reicht dann, glaube ich. Die 2 Sterne haben wir immer noch. Aber zumindest ist das Tor frei. Das ist doch schon mal schön. Wir steigen dann mal hier ein, wo er aussteigt. Oder auch nicht. Jetzt vielleicht? Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Wirst du sogar direkt abgeholt. Taxi-Service mit inklusive. Die Polizei in Las Venturas ist eben einfach spitze. Ich mache aber mal hier kurz die Sirene aus. Das nervt dann doch ein bisschen auf Dauer. Mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Missionen momentan. Außer der einen, die ich jetzt noch nicht machen will. Aber lass uns doch einfach mal speichern gehen. Ich nehme mal an, Salvatore wird uns schon wieder anrufen, sobald wir mal irgendwie hier die Gelegenheit hatten, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Ich bin hier falsch. Ach komm, was soll's. Ich kann auch über die Hecke springen. So, halt. Hüpfen wir einfach mal drüber. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg. Ein ganzes Stück schneller, als wenn wir jetzt erst zur Einfahrt vorfahren. So. Und dann werden wir auch die 2 Sterne ganz schnell wieder los. Alles kein Ding. Zack. Erledigt. Und dann warten wir doch einfach mal auf den Anruf. Insofern einer kommt. Vielleicht müssen wir aber auch doch erst die andere Mission machen. Wäre komisch, weil die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber mal schauen. Ja, sieht nicht danach aus, als ob mich hier irgendjemand anrufen wollte, ne? Na gut, dann bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als die andere Mission zu machen. Ich wollte sie mir sparen. Erstmal. Aber gut. Dann ist das eben so. Dann mit Vollgas wieder nach Norden. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Wir kennen dieses Symbol ja eigentlich. Das C steht für die Crash Corps. Also für Tempany und Poleski. Die lassen uns auch in Las Venturas nicht in Ruhe. Aber was wollen sie diesmal, ist die Frage. Ich meine, Sweet ist ja mittlerweile frei. Ich weiß es gar nicht. Tirino wollte sich ja drum kümmern, ne? Ich weiß aber nicht, ob er es gemacht hat. CJ scheint ja auch nicht so wichtig zu sein momentan. Er ist ja viel mehr damit beschäftigt, Woozies Casino zum Starten zu kriegen und seinen Casino-Raub durchzuführen. Na gut, schauen wir mal, was die Jungs wollen. Es kann eh nichts Gutes werden, aber ich kann versprechen... Oh. Das ist jetzt unpraktisch. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wo kommt denn hier die Ausfahrt? You new to this driving thing? Fahren wir doch mal hier raus. So. So, jetzt können wir auch gleich nochmal wieder langfahren. Ich glaube nicht, dass direkt ein neuer Zug hinterherkommt. Wo war ich gerade gedanklich stehen geblieben? Ich habe es vergessen. Ach so, was Tempany und Poleski ja machen wollen, genau. Aber ich kann versprechen, hier wird es zu einem kleinen Höhepunkt in der Geschichte mit Tempany und Poleski kommen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Es wird noch nicht die Mission sein, aber wir werden nicht bloß eine für die beiden erledigen. Komische Hütte, oder? Ja, aber wir finden sie hier. Misappropriation. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man! We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh, how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa!
Get up, bitch! You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear. Ja, herzlichen Glückwunsch. Erledige die Zielperson und schnapp dir das Beweisdossier. Wir dürfen mal wieder richtige Drecksarbeit für die beiden erledigen, denn für die wird's wirklich langsam eng. Das werden wir auch noch im Verlauf der Story sehen. Aber momentan sollen wir noch das Schlimmste abwenden durch unser Eingreifen. Mal schauen, ob das funktioniert. So, komme ich denn hier lang? Nein. Da ist mal wieder so ein blöder Zaun im Weg. Halt, da hinten geht's durch, oder? Ja. Der Zaun ist bloß so 2 Meter lang, danach haben sie aufgegeben. Interessant. So würde wahrscheinlich auch Trumps Mauer zu Mexiko aussehen. Wenn er dann feststellen würde, dass es irgendwie nicht funktioniert. Beziehungsweise er würde das Ganze ja nur bauen auf dem Geld, das die Mexikaner ihm geben. Und das wird nicht viel sein. So, weg da. Alter. Ach, der gute alte Verkehr in San Andreas. Ein Traum. Gut, folgen wir einfach mal der Straße. Die scheint uns ja relativ zielsicher dorthin zu bringen, wo wir hinwollen. Ich muss sagen, ich kenne die Straße gar nicht hier. Ach, wir sind hier am Flughafen. Alles klar. Eigentlich könnte man sich dann auch das Jetpack schnappen. Ach nee, komm, ich mach's mal mit dem Motorrad. Wir schauen mal, ob das so passt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau die Mission aussah. Ob das jetzt mit dem Scharfschützengewehr war oder ob man in den Infight geht mit den beiden Agenten da. Hallo Henne. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, allzu kompliziert dürfte die Mission eigentlich nicht sein, soweit ich das in Erinnerung habe. Allerdings habe ich mir das schon bei ein paar Missionen gedacht, die sich dann doch als ein bisschen komplizierter erwiesen haben, als ich das in Erinnerung hatte. So, ich schau mal ganz kurz auf die Karte. Bin ich denn hier? Nein, ich bin hier noch nicht richtig. Wir müssen noch auf die andere Seite. Ups. Gut. Dann wissen wir jetzt zumindest, wo wir hin müssen. Man sollte öfter mal auf die Karte schauen. Das hilft ab und zu. Mit dem Jetpack wäre mir das scheißegal gewesen. Da wäre ich einfach rüber geflattert. Aber gut, was soll's. Ich glaube, wir werden direkt auf den Felsen hochfahren, auf dem auch die beiden Agenten sind. Da wird es wahrscheinlich doch nichts mit Scharfschützengewehr. Na gut, schauen wir mal. Wir können uns das ja wahrscheinlich selbst einrichten, welche Waffe wir nehmen. Ich weiß auch nicht mehr, ob da noch irgendeine Überraschung kam dann, aber eigentlich nicht, würde ich denken. Da sind wir jedenfalls. Und wir sehen auch schon die Wagen vom FBI. So, da hinten ist es. Dann schauen wir doch mal, ob das Scharfschützengewehr uns hier was bringen wird. Ja, zumindest könnten wir den einen treffen. Aber es müssen ja 2 sein. Das ist die Sache. Und die Frage ist, wenn wir den einen jetzt erschießen, wo ist der zweite? Schau mal, ob ich von hier drüben aus noch rankomme. Denn wir sehen, ja, ich erinnere mich gerade so ganz düster dran. Wir sehen, da drüben stehen Helis rum. Und die Helis, die stehen da nicht ohne Grund. Müssen wir mal schauen. Ich will jetzt nicht gegen alle kämpfen, das bringt auch nichts, weil dann verschreckst du die auch und dann hauen sie ab. Achso, vielleicht nicht gerade hier runterrennen. Aber einfach nur aus der Ferne draufbolzen bringt es nicht, weil wir wissen nicht, wo der andere ist. Weiß aber auch nicht, wie nah ich herangehen kann. Wartet mal, was habe ich denn dabei? Habe ich irgendwas Explosives dabei? Ja, theoretischerweise eine Handgranate, aber das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ah, ich weiß nicht, ob die mich hier sehen, wenn ich hier lang gehe. Oh, nicht runterlaufen. So, der Heli ist schon mal gut, so als Deckung. Ich glaube, die Position sollte gut sein.
So, die Zielperson ist tot und hat das Beweisdossier fallen lassen. Schnapp sie dir, bevor es ein anderer tut. Oh, lustig, jetzt wird's fein hier. Schau mal an, wie sie alle kommen. Machen wir doch ein bisschen Scheibenschießen. Okay, ich glaube, jetzt sollte ein bisschen Ruhe sein. Schnell zu dem Dossier hin. Wunderbar, du hast das Beweisdossier und damit hat sich das Ganze auch schon erledigt. Oh, schnell weg hier, wie jetzt. Werde ich dich einfach mal niederschießen, indem ich dir in das Bein reinschieße. Okay, kann ich denn jetzt irgendeinen der Helis benutzen hier? Den nicht? Hatte ich ja eigentlich gerade schon probiert. Ach komm, du bist bloß ein Bulle. Und der? Ah, sehr gut. Dann nehmen wir doch den und bewegen uns zurück nach Las Alturas. Das war eine schnelle Nummer. Ich hatte das Ganze etwas schlimmer befürchtet, jetzt als ich gesehen hatte, welche Mission das war, beziehungsweise wie genau dieser Aufbau war. Aber gut, das hat ja wunderbar funktioniert. Damit sollten Tempel Nimpoleski vorerst eigentlich wieder Ruhe haben. Schauen wir mal, ob ihnen das wirklich was nützen wird. Oder ob ihre Verfehlungen einfach zu groß sind, dass sie dann doch sich so sehr in die Scheiße geritten haben, dass sie da nicht mehr rauskommen. Naja. Da dachte man sich ja bei Trump auch so, ne? Um mal auf den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu kommen. Er hat so viel Scheiße gebaut, so viel Scheiße gelabert auch. Und er hat nie irgendwelche Probleme gehabt. Man hat sich gedacht, er kann sich wirklich alles erlauben und es passiert nie was. Und dann kam Pussy Grabbing. Ja, Pussy Grabbing hat es dann geändert. Seine tiny little hands haben sich in irgendwelchen Vaginas versteckt. Und dann waren die Leute auf einmal doch nicht mehr so begeistert von ihm. Und zack, gingen die Umfragewerte nach unten. Da hat er sich dann doch zu viel in der Vergangenheit erlaubt. Aber, naja. War natürlich keine... Natürlich hat er Clintons Wahlkampfmaschinerie gut mitgearbeitet dran, aber letztendlich waren das natürlich nicht den ihre Verdienste, sondern der ist einfach ein ganz schrecklicher Mann, der schreckliche Dinge sagt und schreckliche Dinge getan hat. Und dementsprechend holt ihn das dann halt auch irgendwann ein. Und genauso ist das bei Tempani und Pulaski irgendwo. So, wo sind wir denn eigentlich? Leider gibt es da ja geniale Menschen beim FBI, die dann auf die tolle Idee kommen, einen Mr. Wiener auszugraben, der... Ja, müsst ihr euch mal selbst informieren, das ist eine ganz bizarre Story. Gibt's bei Daily Show. Daily Show bei YouTube, die haben jetzt einen eigenen Kanal, da gibt's einen schönen Film gerade derzeit darüber. Ist traumhaft, also wie die es schaffen, dann immer wieder in dümmsten Momenten noch irgendeine abstruse Sache ranzuziehen, die dazu führt, dass der Wahlkampf doch wieder total offen wird. Da wird so unfassbar krass mit zweierlei Maß gemessen. Mr. Trump, der quatscht öffentlich die übelste Scheiße und gibt sonst was für Kommentare von sich. Und bei Clinton müssen sie in die geheimsten E-Mails reingehen, um dann irgendwas zu finden, was nicht mal ansatzweise so schlimm ist wie das, was Trump von sich gibt. Aber die Leute raffen es nicht bei denen in der Wahl.